Willst du ein Bierchen? Willst du was essen? Was? Wir warten auf Arbeit. Ich habe immer an dich gedacht, wie es ihm wohl geht auf der Arbeit, hab ich gedacht. Da bist du schwanger oder was ist? Nischt, Süßchen, nischt, was soll sein? Na, so nett wie du tust, bist du doch ja nicht. Rück mal raus mit der Sprache. Hast du wieder irgendeinem Tierheim einen namhaften Betrag gespendet oder was? Günther, ich hab. Ja, so weit bist du mit dem Satz. Und weiter? Ich habe ein Brett mit 15 Küchenmesser gekauft. Was hast du? 15 Küchenmesser für die Küche. Aha, 15 Messer. Mehr hatten sie nicht. Das Job auch eins mit 35. Aber es war nicht im Angebot. Ah. Da hast du wieder von deinen Kaufattacken erlitten, dann läufst du los und kaufst so einen Scheiß um 15 Messer, also... Wieso denn loslaufen? Das war neulich eine Verkaufssendung im Fernsehen und heute haben sie geliefert. Kiek mal! Günther, aber scharf sind die Messer. Das ist ein Stahl, mit dem sie Panzergranaten ummanteln. Panzergranaten. Haben wir jetzt Krieg in der Küche? Und der Clou ist, du kannst das Brett so ja an der Wand befestigen. Mit einem sagenhaft praktischen Chromhaken. Ist nicht möglich. Den Chromhaken haben sie auf das Angebot noch draufgepackt. Da war so ja ein Dübel bei und eine Schraube. Und zack, zack. Ist das Brett an der Wand befestigt? Von wem? Von dem Mann im Fernsehen, oder? Nee, von dir. Ja. Kick mal, das sieht doch richtig professionell aus, ja. Wa? Ich möchte jetzt mal ganz kurz wissen, was hat denn der Spaß gekostet? Günther, ich bin da noch ja nicht fertig. Du, der Mann im Fernsehen, der hat wirklich nicht übertrieben. Dieses Messer liegt sagenhaft in der Hand. Der Griff ist nämlich egomanisch gestaltet. Was ist der? Ja, der ist der Hand vollständig angepasst. Also, wir hatten in der Sendung einen Messerwerfer von Zirkus Krone. Der hat geweint, wie er dieses Messer in die Hände hielt. Mit so einem perfekten Messer hätte er noch nie nach seiner Partnerin geschmissen. Hier, nimm mit meiner Hand, Günther. Ich möchte jetzt mal wissen, was der Spaß gekostet hat. Günther, nur habt ihr keine Angst, war da runtergesetzt. Von 140 Euro auf 115, wenn man sofort anruft und ordert. Du gibst so viel Geld aus für so ein scheiß Messer, also... Günther, nicht nur das. Ich habe ja gleich noch mal zugeschlagen. Ich sehe schon, du hast was von den Klitschko-Brüdern, nicht? Günther, du wirst da freuen. Ich will abnehmen. Was willst du? Ich hab da ja nichts gemacht. Günther, ich will für dich schön sein. Das macht mir noch mehr Angst als die Messer. Willst du da etwa bewegen? Ich doch nicht. Meine Muskeln, Kika. Dit, schnallst du dir um die Problemzonen rum? Und schon nimmst du ab. Du bleibst ganz ruhig. Dabei kannst du Fernsehen, dabei kannst du Zeitung lesen. Du bleibst ganz ruhig, aber du nimmst ab dabei. Nur deine Muskeln, die zucken. Ist das so eine Art Ganzkörpervibrator? Wir haben im Fernsehen eine Frau gezeigt, vorher, nachher. Da hast du gedacht, die haben die Luft bei dir rausgelassen. Innerhalb von 3 Wochen 20 Kilo. Ja, dann brauchen wir in Zukunft nicht mehr einen Schlüsseldienst zu holen. Dann schiebe ich dir einfach unter die Tür durch. Weißt du, und was das Ganze gekostet hat? Na? 210 Euro runtergesetzt von 250. Gibst so viel Geld aus für so einen Scheiß? Also. Günther, das hol ich doch spielend wieder rin. Ich ess doch denn weniger. Was glaubst du, das, Hilde? Eigentlich nicht, Günther. Ja. Günther, kick mal, diese
passende Tasche hatten sie noch dazu. Da kannst du das Gerät mit in Urlaub nehmen und das ist immer schön verpackt. Na, ich glaube, dass wir uns den Urlaub, von dem du da sprichst, nicht mehr leisten können, ja? Du ruinierst es doch mit deinen Hamsterattacken. Was ist denn das eigentlich in dem Paket da oben? Was ist denn da noch drin? Günther, ich war doch umsichtig. Um Gottes Willen, also. Ich hab mir gedacht, wenn ich abgenommen habe, dann wird die Haut schlaff und es gibt Falten. Und dann liebst du mal nicht mehr. Hab ich mir gedacht. Dieser kleine Massagestab massiert dieses Gel in die Haut ein und die Haut bleibt straff. Hat der Mann im Fernsehen gesagt. Ja, genau. Also die Bärbel, ja, die diese Produktlinie entwickelt hat, die hat das Gerät vorgeführt. Und da hat sie eine Seite von der Zeitung zerknüllt und dann hat sie das Gel mit dem Gerät einmassiert. Hm? Und danach war die Zeitung wieder glatt. Das ist nicht möglich. Also ich, Günther, du meckerst ja nicht, dass ich so viele gekauft habe. Ist was? Bist du depressiv? Ich habe ja auch ein ganz schlechtes Gewissen. Ja, ich auch. Ja, ich habe heute hin und her überlegt, hier die ganzen Schulden, wie das weitergehen soll mit deinen ganzen Kaufattacken und so. Ich habe lange, also wirklich lange, auf der Brücke vom Teltow-Kanal gestanden und... Günther, du wolltest doch nicht etwa, Günther. Günther, das darfst du nicht. Bloß weil ich manchmal so ein bisschen wahllos einkaufe, da darfst du dich doch nicht umbringen. Wie kommst du denn darauf? Ich hab mir überlegt, ob ich dir ohne fremde Hilfe übers Brückengeländer rüberkriege.